Stück für Stück die Ballade der CD oder ist noch nicht auf? Das ist noch alle, ja. Zuletzt, ja. Aber ab 18 Lieder muss da auch sein. Was viel ist, wie viel Spielzeit hat sie, die CD? 70 Minuten. Boah, ist viel. Ja, ist schon mehr. Nein, zu viel. Viel zu viel. Aber das, das ist schon, ich weiß jetzt nicht, ob das 70 Minuten sein, keine Ahnung. Aber es sind halbe, dreieinhalb Minuten Hitlänge. Auszahlen im Studio. Es geht jetzt relativ gezielt an. Also, die ganzen Details weist auf einer überlegten Zielrichtung hin. Das sag ich jetzt Tontechniker. Ich habe gesagt, dreieinhalb Minuten ist Hitlänge. Recht viel länger braucht man nicht. Und du brauchst lange, du schreibst ja die meisten Songs, passiert ja nicht, dass du sagst, mach mal, brauchen wir mal 7 Minuten. Nein, nie wieder, weil ich hasse Solo zu spielen, das hat überhaupt nicht gehen. Die Metal-Bands haben ja auch die Metal-Bands haben es, ja. Aber wir nicht. Und die Metal-Bands haben auch Solo getreten, oder? Ja. Jonas, musst du nicht verteidigen? Nein, das passt schon. Ich bin nicht der große Solo, das muss ich ehrlich sagen. Hast du auch kein Problem damit? Nein. Ja, aber er braucht mir nicht. Das war die Insel oder das Falsche. Ja. Wahrscheinlich soll ein bisschen erdig noch klingen. Wenn es noch einmal ein Solo gewinnt, Punkt war, war es auch nicht unbedingt das Richtige. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Highlight eigentlich wahrscheinlich von dem Leben bis jetzt ist die Tournee, oder? Ist der so etwas vom Besten, was du noch sagen kannst? Schauen wir mal, wie es wird. Ich kann nicht sagen, ob es das Beste war oder nicht. Ja, wir haben ja schon voriges Jahr wenig getestet. Genau. Wir sind auch 10 Tage unterwegs gewesen, auf Tour, mit dem Bus. Aber halt jetzt als Headliner ist das erste Mal. Logisch ist das eine große Sache für uns. Also, ein Nightliner? Zwei überhaupt. Zwei. Ja, das mal für dich überhaupt. Zwei und mit Vorgruppen, die Richards Endorphin und jeweils lokale Band, würde ich sagen. Nein, lokal, da würde ich mal sagen. Wir sind befreundete Bands mit denen, was wir auf dem Festival spielen, auch mal ein. Die würde es sein. Genau. Das kannst du bestimmen, wer ein Vorprogramm hat. Logisch. Und 14 Tage hintereinander. Und eigentlich die alle großen Städte, was es so gibt in Deutschland. Leipzig, Stuttgart, Hannover. Ja, in Schweiz. Ist nicht unbedingt. Schweiz. Aber Schweiz ist ein geiler Laden. Z7 zum Spielen eigentlich die ganzen. Schreibe, geiles Ding. Rayfond waren wir dann noch. Sperrig. Und ja, was erwartet sich denn von der Tournee? Was erwartet man jetzt? Viel Alkem, ausverkauft. Nein, das halt alles gut geht, ne? Dass wir Spaß haben, dass in die Leute fällt, dass wir gut draus sind. Und 14 Tage jeden Tag einen Bus einsteigen, aussteigen, aufbauen. Ja. Schreibt ihr mir nicht aufbauen. Sag mal schon die Leute nicht, was es an dir ist. Schon die Rodis, es geht selber mit der Gitarre. Ja, wir haben die Rodis, die was jetzt in den letzten 5 Jahren halb mit waren, als unsere Crew, aber nichts getan haben und gesoffen haben. Deswegen jetzt sind sie mal schuldig, auch mal zu arbeiten. Deswegen haben wir gesagt, auf der Tour, die mir mal nichts. Ganz genau. Und deswegen die mir mal nichts und die anderen sollen das mal dienen. Und sie haben auch frei, dass sie das dienen dürfen. Und deswegen. Aber ich glaube, dass der Tour für uns deswegen wichtiger ist, halt wichtig ist, weil wir also in Richtung professionellere Band laufen lernen werden. Das heißt, dass wir das erste Mal, wir haben jetzt ab dem Zeitpunkt fixe Leute, was wir uns mischen, auf, sei es beim Monitorpult, beim Licht und beim normalen Mischpult, was wir davor in den Cup haben. Wir haben einen eigenen Mixer gehabt, sondern einen Cup, aber auch nicht durchaus. Aber beim Monitor und sind wir nie am meisten Probleme. Weil ich mich brutal laut hören muss, was ich dann mit brutal Probleme durchzahle. Und da stimmt nicht, dass ich ins Konzert bringe ohne Probleme um, aber ich bin brutal außer danach, wenn ich nicht ordentlich her. Und das Mal ist es halt natürlich das erste Mal, dass man auf Krieg spielen muss. Achso, oder für das Krieg hin? Ja, auch mal ein paar probieren. Mhm. Weil wir auch mit sozusagen, weil er zwei Spuren bei mir bei der CD. Aber was ist das überhaupt gewesen? Geige war das? Cello. Kapo. Also, das, was wir aber live auf das, was wir nicht verzichten wollten, wird dann der letzte Song sein. Und das wird dazu eingespielt. Und das ist für uns natürlich jetzt auch ein Haufen kleine Lehre, was das alles betrifft. Oder ganz in dem Fall. Und von dem her sehen wir das jetzt als zwei. Einmal uns gut natürlich zu präsentieren, natürlich die CD zu promoten und danach noch gleichzeitig auch da ein bisschen mehr dazu zu lernen. Und wenn's, wenn du sagst, jetzt möchtest du Richtung professionelle Band gehen,
Sagen wir, das ist effektiv an unserer reale Chance, wenn es das gut durchzieht. Mhm. Das ist eine reale Chance, das zu nutzen. Live-Fäden geht man nicht die ersten zwei Mal, nicht? Dann muss man ja durchhalten. 14 Tage. Ja, es ist mal nicht. Packt man. Das ist unsere Festung. Wenigstens einmal nicht mehr im Alpin. Wenn du jeden Tag, dann schafft das nicht. Ich glaube, er muss auch schauen, dass er mit der Philipp mit der Stimme durchkommt, die zwei Wochen. Da kann viel passieren. Das letzte Mal ist der Führer im Stiegen reingekugelt und da kein Schlag zu ihm mehr gehabt. Ne? Gut, das ist jetzt nicht wegen Alkohol gewesen. Ja, ist einfach Unfall. Ja, wir haben meinen Handpunkt definitiv. Das ist eine ganz klare Geschichte. Vor vier Bands noch ein Einsatz fähigen Schlagzeuger gehabt. Das heißt, der erste Schlagzeuger von der Band, von einer anderen Band, ist heimgefahren, war aber schon ausgemacht, dass der noch nicht mehr ist und dann war ein anderer hingesprungen. Aber wie gesagt, der ist weg gewesen. Der zweite Schlagzeuger hat verzogen, weil er mit der Freundin und mit der Band gestritten hat. Mit dem Zeichen auf den Bierstock gestoßen, hat den Zeichen gehabt, hat nicht mehr gekannt spielen, ist von der Band ausgestiegen. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt haben wir noch zwei Schlagzeuger. Und in der gleichen Nacht ist der Führer über 20 Stiegen noch gekocht. Und hat halt keine Bänderzählung. Ja. Hat auch nicht mehr spielen gekannt. Und das heißt, dass danach ein Schlagzeuger alle vier Bands gespielt hat. Der blutige Hände. Ja. Hat richtig blutige Hände gehabt. Und blaut dann auf die Füße. Und alles. Plus, weil der war 17 Jahre. Und der war 17 Jahre alt. Der hat das durchgehalten. Durchgehalten. Ja. Und der ist auch letztes Jahr als Schlagzeuger des Jahres drin gewesen, im Metal-Hammer. Oder in Rocker, genau. Ja. Mit 17 Jahren. Wie heißt denn der? Bommel. Was ist denn alle? Den mag man auch nachschauen. Der Ski war schon dabei. Ja. Und welcher Band? Was ist denn sein? 9 mm. Der ist ja mit dem Konto weg, oder? Der spielt bei uns jetzt auch ein paar Konzerte. Ja. Ja, spielen wir wieder einen Song, weil wir haben ja allein mal eine halbe Stunde. Nächster Titel auf der Liste ist Wahr oder Gelogen, die Nummer 7. Zecker, du wieder. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ein alter Anlass. Ja, alte Suppe. Nein, das ist nicht. Ich habe die Songs schon eine Weile aufgenommen, die was jetzt erscheinen. Nicht? Seid ihr stuf? Oder halt, merkt ihr endlich? Nein, von denen eigentlich nicht, weil das haben wir auch genommen und das haben wir nie live gespielt. Und jetzt hört man es ganz gerne wieder mal. Jetzt ist es auch wieder. Jetzt ist es modern. Jetzt klingt es um 2009. Davor war es Anfang an so ein Rock. Und jetzt klingt es halt ein bisschen besser. Cool, ist gut. Und die Songs hört man noch im Konzert, ja, tatsächlich auch sein. Fast ganz viele neue. Auf alle Fälle. Wir werden die wichtigsten Lieder trotzdem spielen. Aber 7 spielen wir. Von der neuen CD, was ja, also 7-8 Songs werden die, was von der Zeit kamen, hören, die, was er davor in den letzten 2 Jahren im Programm nicht mehr gehört hat. Aber es werden 1,5 Stunden durchgezogen und dann sind die sicher auch dabei. Und von den neuen Liedern, die wir gespielt haben, klingen auch ein bisschen anders. Und sind aber noch Fans, müssen München fahren oder Stuttgart oder? Ja, leider. Müssen, unbedingt müssen. Aber München braucht man eigentlich immer so viel Leute, haben wir jetzt schon mal. Aber ich darf trotzdem fahren. Reden wir danach noch ein bisschen über die Tournee, jetzt haben wir den Titel an Wahr oder Gelogen.